The term computer-aided design covers a wide range of applications in all manner of fields: engineering, consumer product design, car manufacture, plane and shipbuilding, as well, of course, as architecture. In this talk, Oliver Fritz, who is Professor for Digital Media and Architectural Representation at HTWG Konstanz University of Applied Sciences in Germany, and one of the contributing editors to the Atlas of Digital Architecture, talks about some of the basic CAD principles that are relevant specifically to the drawing of architectural plans. In diesem Kapitel werde ich etwas über das Thema CAD erzählen. Mit CAD meine ich nicht den allgemeinen Begriff Computer Aided Design, sondern die Programme, mit denen man Pläne zeichnet. Im Architekturbereich gibt es dort zahlreiche Programme, die sind spezifisch für das Thema Architektur entwickelt worden und haben eine gewisse Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit werde ich kurz zusammenfassen, in 2-3 Minuten, um danach dann über das Thema allgemein des Zeichnens von Plänen genauer zu reden. Das ist sozusagen so aufgebaut, das Kapitel, dass man als Anfänger sozusagen auch alles im Detail kennenlernt. Beim Zeichnen eines Planes geht es eigentlich um die zweidimensionale Repräsentation eines dreidimensionalen Objektes. Das ist eine althergebrachte Thematik. Es gibt Ansichten, Grundrisse, Schnitte und die müssen auf eine gewisse Art und Weise dargestellt werden. Das geschieht mit einer gewissen Technik und zwar nicht mit der Zentralperspektive, sondern mit einer Parallelprojektion. Man nennt es dann auch eine orthogonale Parallelprojektion und die kennt man beispielsweise aus der Dreitafelprojektion. Hier. Wenn man einen Grundriss darstellt, dann schneidet man das ganze Gebäude in 1 Meter Höhe. Die Zeichnungen sind maßstabsgerecht, das heißt, es gibt immer einen Maßstab, beispielsweise Maßstab 1 zu 100 oder Maßstab 1 zu 200. Und diese Maßstäbe werden dann auch für gewisse Abstraktionsebenen oder Abstraktionsarten reserviert. Beispielsweise wird bei einem Wettbewerb in der Regel der Grundriss im Maßstab 1 zu 200 gezeichnet. Bei einer detaillierteren Planung, die zum Beispiel bei der Werkplanung notwendig sind, dann ist man eher im Maßstab 1 zu 50. Die Programme sind häufig so aufgebaut, dass sie einem digitalen Zeichenbrett entsprechen. Das heißt, dass man eigentlich so zeichnet, wie man das normalerweise auch im herkömmlichen Sinne mit Rapidographen getan hat. Und man nennt das dieses System oder diese Art und Weise, what is this, what you get. Das heißt, dass man zeichnet eigentlich schon in den entsprechenden Strichstärken und so weiter. Das war früher bei den Programmen etwas anders. Da sind über Ebenen oder über Farben sozusagen verschiedene Strichstärken repräsentiert worden. Ein Problem, was vielen Anfängern vor allem beim Zeichnen schwerfällt, ist sich vorzustellen oder vorstellen zu können, wie groß das, was ich hier auf dem Computer zeichne, tatsächlich dann auf dem Plan sein wird. Das liegt daran, dass man beliebig nah ranzoomen kann und durch die vektorielle Darstellung im Prinzip man auch sehr genau zeichnen kann. Und unter Umständen zeichnet man ein Detail viel, viel genauer, als es dann später auf dem Druck überhaupt erkennbar ist. Das wird teilweise bei manchen Programmen dadurch erleichtert, dass man das Papierformat nebenher sieht und dann hat man ein gewisses Gefühl für die Größe. Es gibt auch manchmal die Möglichkeit, dass die Darstellung in 1:1 stattfinden kann, wobei natürlich die Größe des Monitors nicht immer hundertprozentig mit der bekannten Größe des Computers übereinstimmt. Es gibt gewisse Normen, in denen dargestellt wird, wie gezeichnet werden soll. In Deutschland ist das zum Beispiel die DIN 1356. Die hat die ganzen Schraffuren, die ganzen Strichstärken, die ganzen Vorgaben zum Zeichnen festgehalten. Das ist eine DIN, die aus einer Zeit kommt, wo noch tatsächlich mit einem Stift gezeichnet worden ist. Teilweise sind Strichstärken etwas dicker, als sie heutzutage üblicherweise verwendet werden. Das heißt, eigentlich müsste die mal reformiert werden, aber dennoch dient sie als Grundlage der zeichnerischen Darstellung. Und wird im Prinzip auf die Art und Weise auch noch gelehrt und verwendet. Man sieht, es gibt gewisse Schraffuren und gewisse Symbole, die quasi etwas bedeuten, wie zum Beispiel in dem Falle Dämmung, Holzplatte, eine Folie oder ein Stahlprofil. Programme haben gewisse Funktionen. Ich werde ein paar Funktionen zeigen, die üblicherweise in allen CAD-Programmen vorhanden sind.
Ein Beispiel ist zum Beispiel der Objektfanger. Man sieht hier sehr schön in dem Beispiel, was ich hier gerade zeige, wie die Kanten oder auch Mittellinien von Objekten gefangen werden kann. Man sieht jetzt hier, also wir haben zwei Punkte beispielsweise auch markiert. Auf die Art und Weise werden so virtuelle Hilfslinien generiert. Genauso gibt es Rasterfang, das heißt, man stellt ein gewisses Grundraster ein und auf diesem Grundraster kann man dann zeichnen und der Computer ist nur in der Lage, diese Eckpunkte zu fangen und auf die Art und Weise etwas zu generieren. Es gibt Schraffuren, die architekturspezifisch sind, die sind in Normen auch festgelegt. Schraffuren für Beton, Holz, Boden. Besonders sind die Symbole oder Symbolbibliotheken, die in CAD-Systemen verwendet werden. Sie sehen jetzt hier drei Beispiele. Diese Symbole, manchmal heißen die auch Bibliothekselemente oder Komponenten, sind festgelegte Objekte, die in der Größe nicht skalierbar sind. Das gibt es häufig für Pflanzen, für Objekte wie Möbel oder Autos, wie wir das in dem Falle sehen, die gibt es sozusagen auch so als abstrakte Darstellungen oder eher fotorealistische Darstellungen. Und manche von diesen Symbolen sind dann auch hybrid. Damit ist gemeint, dass diese Symbole sozusagen auch als eine dreidimensionale Repräsentation haben. Das ist in dem einen Fall, in diesem Baum beispielsweise, jetzt nicht so, den wir jetzt gelöscht haben, aber bei dem Möbelfahrzeug, bei dem anderen Baum ist das so. Und der Vorteil von dieser Möglichkeit ist, dass man, wenn man etwas schon im Zweidimensionalen gezeichnet hat, gleichzeitig auch eine dreidimensionale Repräsentation davon da hat und beispielsweise für ein Rendering verwenden kann, so wie wir das hier sehen. Sie sind aber eher Elemente, die quasi von der Größe her variabel sind. Ein klassisches Beispiel wäre beispielsweise die Mauer, die wir jetzt gerade hier zeichnen. Das ist sozusagen ein Objekt, was eine gewisse Intelligenz hat. Es hat eine parametrisch festgelegte Höhe, auch ein Material. Man sieht jetzt quasi, dass hier beispielsweise aus der massiven Wand jetzt plötzlich eine Holzständerwand wurde. Und diese Wände sind so aufgebaut, dass sie beispielsweise auch in der Lage sind, automatisiert die Fenster und Türen in sich aufzunehmen und auch an die richtige Stelle zu positionieren. Auch diese Darstellungen sind hybrid, das heißt, die sind 2D und dreidimensional da. Und das ist schon irgendwie eine reizvolle Art und Weise, auf die Art und Weise sein Gebäude zu planen. Hat den Vorteil, dass diese Objekte dann im Nachhinein auch durch andere ausgetauscht werden kann, aber auch den Nachteil, dass wir plötzlich sehr, sehr konkret werden. Also das heißt, wir sind nicht mehr in einer gewissen Abstraktion, sondern in einem sehr komplexen, konkreten Objekt. Das heißt, dass die Teilungen der Fenster schon festgelegt werden müssen und wie die genau positioniert sind. Ein zweiter Vorteil von dieser Methode ist natürlich sowohl bei den Symbolen als jetzt auch bei den parametrischen Objekten, dass die Dinge sofort fürs Rendering verwendet werden können. Also man kann Materialien zuweisen, man kann gewisse Attribute auch zuweisen. Und jetzt sieht man hier ganz schön, dass dann aus einer Holzwand dargestellt wird. Und wenn ich das jetzt render, dann wird es tatsächlich irgendwie dann sofort zu einem dreidimensionalen, was auch irgendwie wie so ein kleines Modellbau funktioniert. Ja? Ebenso kann man Objekte wie Treppen rein positionieren. Und man sieht jetzt schon hier, das hat dann schon relativ schnell den Charakter eines sehr durchdachten Entwurfs mit Geländer und Materialien. Aber im Prinzip sind es erstmal Lego-Bausteine, die ich genommen habe aus einer Bibliothek und zusammengesetzt habe. Eigentlich ist es jetzt so, dass man natürlich sagen würde, so eine Treppe oder so eine Tür und so ein Fenster soll ganz spezifisch für diesen Entwurf entwickelt worden sein. Wie Sie gesehen haben, können die CAD-Systeme heutzutage sehr viel. Sie können diese Dinge
zweidimensional und dreidimensional gleichermaßen und zur gleichen Zeit entwickeln und planen, was für einen gewissen Prozess innerhalb der Planung extrem reizvoll ist und sehr leistungsfähig und sehr schnell ist. Dennoch denke ich, dass Sie als Entwerfer beim Entwurfsprozess auch mit diesen Möglichkeiten ein Stück weit auf Distanz gehen können und sollten. Ich zeige Ihnen hier in dem Beispiel mal, wie viele Möglichkeiten Sie haben, ein Fenster einzustellen. Und all diese Einstellungen haben was dann am Ende des Tages mit der wirklichen Baubarkeit zu tun. Und diese Tools sind sehr stark so ausgerichtet, dass es zum einen darum geht, in den Leistungsphasen am Ende des Planungsprozesses umzugehen. Und andererseits geht es vor allem für die Architekturstudenten häufig auch um diese frühen Leistungsphasen des Entwurfes, des Vorentwurfes, der Ideenfindung. Und ich denke, dass an der Stelle die abstrakte Zeichnung leistungsfähiger ist als die tatsächlich komplexe, dreidimensionale und vollkommen durchdrungene Zeichnungsmöglichkeit und Methoden. Was natürlich ein wesentliches und wichtiges Element fürs Bauen sein wird, ist das Thema BIM, das Thema IFC-Dateien. Sie sehen hier das Beispiel. Und dennoch ist es so, dass Sie in der frühen Planungsphase eher diese Dinge als Hindernis im Weg haben, weil Sie tatsächlich sehr, sehr konkret und sehr einschränkend den Entwurfsprozess steuern und lenken. Am Ende des Tages sind auch diese CAD-Systeme nur Tools. Und Sie können als Handwerker ein Tool gut einsetzen oder nicht gut einsetzen. Es ist am Ende des Tages ein Handwerk, dieses Pläne zeichnen. Und am Ende des Tages zählt das, was an der Wand hängt, das gedruckte Objekt, die grafische Qualität, die da drin steckt, die Eigenartigkeit vielleicht auch, das Alleinstellungsmerkmal, was Sie da reinsetzen und möglicherweise auch Ihre Handschrift. Je mehr Sie diese vorkonfigurierten Werkzeuge von CAD-Tools verwenden, desto schwerer wird es möglicherweise auch sein, eine eigene Handschrift erkennbar zu machen.